Was geht ab, Community? Das hier ist Black Bouncer und damit herzlich willkommen zurück zu Simulacra 2. Ja, das letzte Mal waren wir schon kurz davor aufzuklären, wer jetzt gewesen sein könnte. Und ja, ich würde sagen, wir machen auch direkt mal weiter, weil ich bin gespannt, wer es jetzt letzten Endes gewesen ist. Machen wir los. Jetzt sind wir zurück. Sind wir halt noch, Gott, was war unsere Aufgabe? So, okay. Confront, Fake Sponsorship. So, guck mal auf Chimera wegen Alex. Gucken wir jetzt mal. Weil ich nämlich da auch gespannt bin, was bei ihm wohl so abgeht. Hier. Oder Rex, besser. Oh, das hat 2000. Das hat noch sehr viele Likes. Wie das jetzt? Ja. Also anscheinend wird er immer noch sehr viel eingeladen irgendwohin. Das ist schon mal sehr gut. So wissen. Wie das jetzt? So halb-halb. Ich bin jetzt auch nicht so britisch ein Mensch, der jetzt alles sich durchliest hier. Wäre ich das jetzt privat im Spielen, hätte ich wahrscheinlich mir alles Mögliche durchgelesen. Oh, hätte das jetzt eigentlich mehr positiv als negative Posts. Wie sieht das aus? Das hier hat mehr negativ als positiv. Da müsste eigentlich was bei sein. Okay. Was baut ich denn dafür? Verdammt. Gehen wir mal zurück. Was brauchte ich, um das wieder herzustellen? Was brauchte ich dafür, um das wieder herzustellen? Seine E-Mail-Adresse. Okay. Mal schauen. Da werden wir schon finden. Ja, hier haben wir sie doch. Hier haben sie doch. Die E-Mail-Adresse von ihm. Sehr gut. Das müsste reichen, um das wiederherzustellen. Das müsste reichen, um das Ganze wiederherzustellen. Yep, das reicht auch, um das wiederherzustellen. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Da sieht man mal, der Typ. Ja, der Typ, also Rex sozusagen, hat jemanden beauftragt, der noch Schulden hat. Und er wusste das auch und hat ihn praktisch kostenlos für ihn arbeiten lassen, obwohl er wusste, genau wusste, der Typ hat Schulden. Und daher ist das so eine Sache für sich. Und ja. Na, da wollte ich auch gar nicht. Mehr wollte ich da jetzt gar nicht. Your pictures, your story, ja, ist wie Instagram. Ja. Was willst du denn? Mal gucken, was er zu sagen hat dazu. Here's what I got on Rex. He blows a lot of hot air about being an entrepreneur, but the only business he's ever registered is his motivational company, where he's the only employee. Ja. I dug up some posts online saying he's running some sort of scam. Find out more about this. Ist aber wirklich so, der tut das ja auch. Ja, Mayas Laptop. Oh, der Follow-up sozusagen. Oh. Oh my God. Oh, Maya. Is she breathing? Don't. We need to check her pulse. He's tot. We need to call the cops. No. Tell them what? Then Maya was torn up by some evil monster thing. What demon? I don't know. That's hysteria. This is like a gas leak. It's a gas leak. Yeah. Yeah. Rex, gas. Just stop, okay? It's bad enough as it is. Just shut up, Rex. Shut up. What do you do now?
We can't just stay here and not do anything, okay? We have to just figure this out and just keep calm and yes. Yeah. We gotta run. We have to run. We have to get one-way tickets. We have to get out of here. What's wrong with you? We have to figure this out, okay? Okay, somehow we have to figure this out. Maya was telling the truth. Oh my god. Just calm down. Work this out together. She was right. It's not gonna stop. And that means that one of us. Ja, einer von euch hat den Deal angenommen. One of us made the deal. Yep. Einer von euch hat den Deal angenommen. Bloß wer? Das ist die Frage, oder? Ja. Was sollte ich denn eigentlich noch machen? Mal schauen. Mina. Hier gibt's nix. Ah, hier haben wir was. Sie tut praktisch, um Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen, tut sie praktisch immer wieder so Sachen tut sie posten. Und das ist halt, kommt nicht gerade gut an. Aber zum Glück gibt es keine Likes und Dislikes bei Instagram. Wäre schon ziemlich messed up, sag ich mal so. Ja. Sie spricht davon einer Freundin diesmal, die den Unfall hatte, Erica. Da müssen wir aber für den Namen wissen, glaube ich schon. Mal gucken, ob wir da was machen können. Sehr gut. Na komm, wollen wir ja haben. Das ist so, so das stupid, du trust me. No. Ach du liebe Scheiße. Die wollen tatsächlich das ausschlachten, um. Die wollen tatsächlich. Mina hat ja diesen Freund Erica und Erica ist gestorben und jetzt tut ihr Maya raten. Diesen Tote auch so nutzen für den Song. Da gibt er wohl das. Yep. Ihr wird einfach so gesagt, sie soll das ausnutzen. Soll einen Song darüber machen. Das war nicht ihr Ernst, oder? Mal sehen, was er so sagen hat. Das war nicht ihr Ernst, komm schon. You know, for someone who's such a tragic rock star, I don't buy any of Mina's melodrama. There's no record of any of her stories. Yep. See if she mentions any specific incident, something you can look up on the police database. It covers everything from murder to accidents. Ja, dafür müsste ich aber ihren kompletten Namen haben. Und ich habe den kompletten Namen von dieser. Und dieser Erica jetzt nicht. Tu mal erstmal Eier. Anfragen gehen ihren. In dieser Sache. Ja, ich muss dich wegen dat fragen. Was zum Teufel ist das? Ich möchte einfach nur eine Erklärung dafür haben. Eine Erklärung für was? Alle Influencer faken auf irgendeine Art und Weise. Du kannst mich nicht, nicht irgendwas sagen zu mir, wenn andere damit wegkommen. Ah, du gehst der Frage aus dem Weg. Okay, ich gebe es ja zu. Ich habe mein Brand Sponsorship gefaked.
Aber was hast du dagegen, Mensch? Bist du nicht so, dass du immer gesagt hast, man soll es so echt wie möglich halten? Lawrence Big Company, ja, also. Ja, na gut, Lauren hat jetzt nicht so einen großen Deal daraus gemacht, ne? Das ist die Sache. Ja, und sie hat sich so irgendwie so gefühlt, als wenn sie sich bemühen müsste. Als wenn sie ihre Fans praktisch. Ja, sag mir doch mal, wer diesen Deal angenommen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich versuche dir auch zu helfen. Aber ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe Maya nicht getötet. Er hat mich auch gesehen. Der hat sie nicht getötet. Und ich wollte auch nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. I disagree. Hat Drax oder Mina genommen? Also den Deal? Ja. Wir haben nicht zugehört. Maya ist ausgeflippt, aber wir wollten irgendwie nicht zuhören. Ja, dann da gib ihr Stimme doch eine zweite Chance. Wir waren alle da. Ich, Mina und Rex. Also, sie haben alle sich um ihren Job besorgt und haben sich nicht um Mina besorgt. Deswegen. Ja, zeig mir, dass du ein Fighter bist. Was weißt du schon? Jeder erwartet von mir, dass ich. Ja, du hast gar nichts zu beweisen. Das sagt sich so einfach. Wenn du in meinen Schuhen wärst, würdest du es gleich machen. Ich kann dir helfen. Wie? Bist du ein Ghostbuster oder sowas? Willst du mir einen neuen Job geben? Ich kann nicht alles einfach so wegschmeißen, weil ich erreicht habe. Ah, das ist schlecht gewesen. You can always rebuild. Das war eine schlechte Entscheidung. Und jetzt haben wir einfach, ja, wir brauchen deine Stärke, um hier weiterzukommen. I can handle them, don't worry. Du weißt, du kennst sie nicht so, wie ich sie kenne. Ja. Ja, hat sie versucht, dir zu sagen. Ja. Ist alles viel zu schnell. Es geht so ta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 t
Und sie hat in ihrem Locker dort einen Totem hinterlassen. Meinst du, dieses Totem funktioniert? Also Mai hat das geglaubt. Aber was ist, wenn wir dabei erwischt werden, wie wir in einen Lockerroom einsteigen? Das wäre so peinlich. Ich muss die anderen überzeugen. Ich hoffe, dass du das kannst. Ich werde versuchen, meinen Part dazu zu tun. Vielleicht kannst du ein paar Informationen zu ihrem Lockerroom auf ihrem Phone finden. Ich werde danach suchen. Ja, es ist schwer, jemanden zu vertrauen, den man noch nie kennengelernt hat, aber ich habe ein gutes Gefühl für dich. Bei dir. Okay. Jetzt müssen wir nur noch hier über Mina die Sache rausfinden. Ich glaube, Gym Security, könnte das sein, was wir brauchen. So, er hat ein neues Bild gebaut, sehr gute Rex. Und sehr viele Dislikes auch darauf bekommen. Okay, was soll man da noch machen? Springrod war da, ne? Springrod. Ah, jetzt habe ich Spring. Manchmal wieder nicht richtig schreiben. Springrod, mal gucken, August. Mal hoffen, dass jetzt funktioniert. Ja, sehr gut. Huhu, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da ist ein anderer Treiber. Okay. Der Fahrer June kommt weg. Und hä? Okay. Bin ich mal gespannt. Hey, June here. If you're listening to this, that means I can't come to the phone. I will text you soon. Anscheinend war wohl, wie ich das hier sehe, Mina nur als Zeuge und nicht ihre beste Freundin. Das ist interessant. Okay. Jetzt müssen wir mal. Ja, ich schreibe über Stories von Hit and Runs und du bist mir ins Auge geschossen. Aber die Sache wurde doch geklärt vor Jahren. Was gibt es denn nun? Ah, ich muss Minas Seite der Story erklären. Mina? Ah, sie waren ein Therapeuten und der hat ihr gesagt, sie soll das Ganze jetzt loslassen, aber sie hat es aus dem Grund dagelassen. Ja. Sie ist dieser andere Zeuge. Dieser andere Zeuge? Tut mir leid, ich weiß nicht, von dem du redest. War nur Erika und ich. Oh Moment, da war jemand. Dieses Mädchen, Mina. Sie war diejenige, die Ambulance gerufen hat.
Sie hat gesagt, sie wäre ihre beste Freundin gewesen. Was? Warum sagt sie sowas? Ich verstehe überhaupt nichts hiervon. Sei ein bisschen direkt. Du wirst nicht mögen, was sie online behauptet. Hohoho, diese lügende Schlange. Wie hat ihr. Sie redet hier über den Unfall und auch nach benutzt auch noch Erikas Name. Ist diese Story richtig wahr? Es ist ein wahrer Event gewesen. Eine wahre Story. Aber ich bin ihre beste Freundin, nicht sie. Sie hat unsere Story gestohlen. Und benutzt nun ihre Tragödie für sich selber? Also ich habe schon oft gehört, dass Leute sich selber als den Helden darstellen, aber als das Opfer, das ist schon ziemlich traurig. Ich versuche das Ganze rauszukriegen. Ja, sie versuchen alles, um irgendwie interessante Storys für sich zu entwickeln. Ich brauche aber Beweise, um das. Be ich brauche. Ja, ich brauche, um das zeigen zu können. Oh. Oh, eine Zeitung hat das gecovert, das Ganze. Das ist cool. Ja. Den ein realen Ding für eine. Das ist schon ziemlich traurig, ja. Und sie braucht jetzt ein bisschen Zeit. Ist schon okay. Ihr sagt mir bitte nicht, sie hat irgendwie was dazu gemacht. Hat wirklich einen Song dazu gemacht. Gerade wenn wir mit Mina so einigermaßen geredet haben. In der FAI erwartet. Rock'n'Roll never dies. Ja. Nee, 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 das machen wir nicht nochmal. Scherber, mal gucken, was wir da Neues haben. Ah, jetzt hat sie das auch noch online. Ah, meine Güte, das ist schon heftig. Ah ne, da können wir jetzt nicht benutzen. Ah! So! Okay, komm. Können wir jetzt mit Mina nochmal reden? Würde ich nämlich sehr gerne machen. Oder müssen wir uns erstmal wirklich das durchlesen? Hör mal an, wir müssen uns das alles hier. Müssen wir das hier aufmachen, ja. Ja, sie ist eindeutig nur ein Zeuge gewesen und kein und nicht ihre beste Freundin. Interessant, interessant, interessant. Ja, sie hat tatsächlich einen Song darüber gemacht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Used to think we would live forever, that all dreams got us to wherever. Gibt's echt das? Schau dir an! Das sah voll keiner aus. Ein Tod von einem Menschen, den du nicht mehr kanntest. When too soon your life was denied, wish I could watch you smile just one more time. Now that Ich frage mich, you ob Maya überhaupt wusste, dass sie nur ein know, Zeuge war, die Mina. Und Netz, ihre beste I'll Freundin. count the Da würde mich mal interessieren. days down to lunch on you amongst the stars, the girl who loved.
Meine Güte. New Sound Download, das wäre super. Mal gucken, ob wir das benutzen können, um das reconstructen. Nein. Aber jetzt können wir bestimmt mit Mino reden, oder nicht? Nein, können wir nicht. Okay. Gut, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt mal hier einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir liebend gerne ein Abo da lassen. Daumen nach oben, teils befreundet, Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Part von Simulacra wieder. Bis dahin und tschüss.